Hallo und herzlich willkommen zurück zu Railway Empire. Ich bin Dr. Wolfsherz und kann mit Freuden berichten, dass der Zug, mit dem wir in der letzten Runde so viele Probleme hatten, endlich das ganze Viech einlädt und auch mitnimmt. Wunderbar. So, und jetzt gucken wir mal an. Die Züge haben Panne. Da fehlen Betriebsmittel. Warum fehlen hier jetzt Betriebsmittel? Wir haben doch hier definitiv... Ich hab mal bei dir rumfragen lassen, ob nicht jemand zu mir wechseln will. Hier fehlt tatsächlich ein Depot. Sag mal, Leute, bin ich denn zu blöd hier für diese Versorgungstürme? Ich habe doch die alle gebaut beim letzten Mal. Kann das sein, dass die durch Sabotage vernichtet werden können? Vorstellbar wär's, oder? Also, der Konkurrent, der macht sich übrigens inzwischen auch ganz schön bereit. Hier der Mafia-Boss, der ist ja schon in Baltimore gewesen. Jetzt ist er auch in Washington. Wunderbar, so viel dazu. Und wir gucken mal, was die andere Konkurrentin macht. Die Madame Pomp oder wie sie heißt. Und die ist auch kräftig am Expandieren. Da müssen wir also aufpassen. Wir haben inzwischen aber wieder einiges an Geldmittel, denn diese Frachtlinien, die sind sehr lukrativ, die wir gebaut haben. Wir gucken mal in die Aufgaben, was wir noch offen haben. Wir sollen Baltimore mit 100.000 Einwohnern versorgen. Ich sag mal, wir sind dabei. Das läuft schon irgendwie. Die Zahl steigt ja auch. Von daher müssen wir einfach mal gucken. Wir müssen bis 1845 einen Unternehmenswert von 20 Millionen erreichen. Das wird schwierig. Kriegen wir aber, denke ich, auch hin. Wir müssen noch 4 Landbetriebe, das ist eine optionale Aufgabe, den Anspruch habe ich schon, dass wir das schaffen. Wir müssen noch 4 weitere Landbetriebe mit dem Streckennetz verbinden, das machen wir. Wie wäre es denn zum Beispiel, ach, das ist der Betrieb, den wir übrigens erworben haben, der in Problemen, in Geldnöten steckte. Da wollen wir mal schauen. Da können wir doch bestimmt das Getreide irgendwo hinfahren. Wie wäre es mit Pittsburgh? Pittsburgh braucht sicher Getreide, jawohl. Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? Und ganz ehrlich, das ganze Problem, was wir hier mit Baltimore haben, das scheint sich hier so wie eine Storyline durchs Spiel zu ziehen. Zumindest hier in dieser Kapitel 2, in diesem Kapitel 2. Die Leute mögen nicht mit uns fahren, weil wir scheinbar irgendwie Sicherheitsmängel hätten oder so. Und ja, ganz ehrlich, das ist natürlich alles Blödsinn, an den Haaren herbeigezogen. Auf jeden Fall funktioniert das aber trotzdem noch. Wir fahren trotzdem noch mit Passagieren und Post hin und her. Könnte sein, dass das nicht mehr ganz so effizient funktioniert momentan. Aber es funktioniert noch, von daher mache ich mir da jetzt auch mal keine Sorgen. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wir schließen hier unser neu erworbenes Landgut an. Und zwar fahren wir das ganze Zeug nach Pittsburgh. Das ist eine ziemlich weite Strecke. Und ich würde sagen, das realisieren wir über dieses Gleis. Das legen wir hier parallel bis hierhin. So, und dann fahren wir da raus zum Hof. Mit einem kleinen Bahnhof, soll reichen. So, Gleis dran. Und da verkaufen wir jetzt unsere eigenen Waren quasi an eine Stadt. Denn wie gesagt, dieser Baltimore wächst und wächst, das ist gut. Baltimore und Ohio, das sind wir, sind der wichtigste Transporteur, das ist auch gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, der ganze Erlös hier aus diesem Ding, der geht jetzt an uns, wenn wir die Waren hier verkaufen an Pittsburgh. Das ist eine feine Sache. Wir werden jetzt direkt einen neuen Zug auf die Gleise setzen dafür. Von Roberts Landgut nach Pittsburgh. Wir werden das auf Automatik belassen und natürlich die John Bull einsetzen, die momentan beste Lokomotive, die wir haben. Und die fährt auch gleich mal mit 8 Waggons los. Was Schönes. Und wie gesagt, unser eigener Weizen. Also sehr schön. Anschlussprämie 280.000 für Norfolk. Oh, das ist eine ganze Menge. Allerdings ist Norfolk... Ich muss mal eben die Karte drehen, denn die ist falsch rum für mich. Norfolk ist... Hast du den Spion nicht bemerkt? Er hat mir was Nützliches mitgebracht. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Norfolk ist gar nicht so weit weg. Das könnten wir relativ leicht an Washington anschließen. Nur Washington, da haben wir schon... Ah ne, Washington, da haben wir... Das ist alles gut. In Washington könnten wir ganz leicht anschließen. Die Frage ist natürlich 280.000, aber ich sag mal, wo ein Wille, da ein Weg. Nun ja, jeder fängt mal klein an. Das machen wir jetzt.
Gleisbau wird teuer sein, aber wir kriegen ja die Anschlussprämie. Am liebsten würde ich hier so direkt dran. Zwei Brücken, das ist natürlich so viel teurer. Viel zu teuer. Das würde ich mir eigentlich gerne sparen, die ganzen Brücken. So, erstmal bis hier fahren. Und dann... Tja, wir müssen auf jeden Fall noch einmal darüber her. Günstig wäre es so. Nur fahren wir dann hier durch die ganzen Felder. Und teuersten sind aber die Brücken jetzt im Moment. Es ist dann leider so. Zwei Stück. Ich sag mal, die Anschlussprämie macht das Ganze natürlich nicht komplett wett. Weil wir müssen ja auch noch einen Zug kaufen. Und den Bahnhof haben wir gekauft. Aber wir sind damit, ich sag mal, bei plus minus null. So ungefähr. Ungefähr. Und darum lohnt sich's. Ja, Prämie erhalten. Zack, wir sind wieder bei 1,2 Mille. Und ja, es ist halt gut für uns. Wir mehren damit den Wert unserer Gesellschaft. Und das wollen wir ja. Wir fahren jetzt von Norfolk nach Washington. Mit der John Bull. So, wir müssen mal gucken, bei der Forschung, wir haben 680 Punkte, da müssen wir uns unbedingt mal... Oh, Paketannahme. Erhöht die Anzahl der Pakete in jeder Stadt, in der dein Unternehmen einen Bahnhof hat, um 10%. Da bieten wir drauf. Da bieten wir auf jeden Fall drauf. Wir sind jetzt höchstbietender mit 40.000. Zwei Sekunden, eins und... Jawohl, Zuschlag haben wir. Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? So, und jetzt würde ich natürlich gerne versuchen, die Dunham freizuschalten. Dafür müssen wir vorher noch eine Sache freischalten, damit wir hier auf 6 Innovationen kommen. Und ich gucke mal gerade. Erhöht die Anzahl der Passagiere. Das würde ich schon gerne kaufen. Um 10%. Das kostet auch nur 100 Innovationspunkte. Ich würde aber auch das hier gerne kaufen, denn das erhöht die Anzahl der Passagiere ebenfalls um 10%. Das machen wir also auch noch. Und dann... kaufen wir jetzt auf jeden Fall die Dunham. Ja, ich denke, das machen wir jetzt für 300 Innovationspunkte. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. Natürlich, natürlich. Gut. Und dann schauen wir mal, was wir bei Unternehmen und Bau machen können. Quartalsbericht. Wir steigen ganz dick ein ins Geschäft hier. Vom Vorquartal haben wir uns um 351.000 verbessert. Das ist sehr gut. So, wir haben hier die Paketannahme. Vielleicht können wir noch die Verpackungstechnik dazu nehmen oder das hier. Da, das ist gut. Erhöht die Anzahl der Passagiere nochmal um 10%. Dann sind wir ja schon bei 30% jetzt Erhöhung. Und vielleicht nehmen wir dann noch eins. Nochmal erhöht die Anzahl der Passagiere. Erhöht den Profit durch transportierte Post um 10%. Dann nehmen wir erst das. So. Und ja, dann haben wir doch einiges investiert. Du verstehst dein Handwerk, das muss ich zugeben. Ich hoffe, dass wir noch lange um Land und Gleise streiten werden. Ja, ganz sicher werden wir das. Und jetzt müssen wir uns mal die neue Lok angucken. Die Dunham 420. 26 Meilen pro Stunde. Das vergleichen wir jetzt mal mit der John Bull. Die ist bei 21. Ansonsten bessere Zugleistung auf jeden Fall. Beschleunigung ist nicht ganz so gut. Die Fahrgastwertung ist 100%. Die ist aber da auch. Zuverlässigkeit ist nicht ganz so gut. Wartungsbedarf ebenfalls... etwa gleich. Verbrauch ist diese hier schlechter oder besser. 64, ja, ich weiß gar nicht. Das müsste besser sein. Eignung gemischt. Ja. Also eine Verbesserung schon. Allerdings auch teurer. Wesentlich teurer. Auf Kosten der Zuverlässigkeit und des Wartungsbedarfs gegenüber der John Bull eine graduelle Verbesserung. Ich denke trotzdem, dass wir sie künftig verwenden werden. Stoppsignale platzieren? Nee, brauche ich ja nicht. Haben wir ja schon.
Da werden mir hier schon wieder Signaltipps gegeben. Achso, ja, okay. Stoppsignale. Ah, das meinen die mit Stoppsignal. Alles klar. Okay, ja, das sollten wir tatsächlich machen. Insbesondere auf der längeren Strecke hatte ich auch schon die Idee, dass man den Gleisabschnitt weiter unterteilt durch neue oder mehr Signale. Werde ich auf jeden Fall tun. Scott Ranch nahe Toledo. Und das ist mir aber zu teuer. Nein. Oh, die ist falsch. So rum. Okay. Dann haben wir den großen Streckenabschnitt jetzt unterteilt, sodass die Züge halt hintereinander durchfahren können. Stoppsignale haben wir, danke sehr. Und dann schauen wir mal wieder hier oben. Der Konkurrent ist bis nach Buffalo inzwischen. Unser Landgut ist angeschlossen. Mal schauen, was wir für Aufgaben haben. Oh, Baltimore ist bald mit 100.000 Einwohnern versorgt. Wir müssen noch Anteile kaufen. Das machen wir jetzt mal. Wir haben nämlich gerade gut Geld. Gehen wir mal hier in die Unternehmensansicht. Und bei der Konkurrenz. Die Beatrix von Pomp. Da haben wir 10% von. Dann würde ich sagen, kaufen wir da auch weiter. Und wir müssen jetzt nochmal 10% kaufen. 128.000. Wenn du genug Aktien deines Konkurrenten besitzt, kannst du mit ihm fusionieren und dir seine Strecken und Gebäude einverleiben. Ja. Dein Konkurrent ist damit für immer aus dem Geschäft. Das macht Sinn. Fusionieren. Sehr gut. Du hast nun dein erstes Aktienpaket eines Kontrahenten in deinem Besitz. Fusionieren würde... Dein großes Ziel ist Realität geworden. Baltimore hat nun einen direkten Anschluss an die großen Seen. Das wird den Austausch der Waren beschleunigen und der Stadt zu mehr Wohlstand verhelfen. Okay, so. Fusion würde bedeuten, Gesamtkosten 4 Mille. Die haben wir momentan nicht, können wir noch nicht. Wir können natürlich weiter Aktien kaufen auf diese Art und Weise. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Die Übernahme haben wir noch bis 18:45 Zeit. Drei Landbetriebe, das machen wir noch, auf jeden Fall. Und da schauen wir mal. So, Pittsburgh hätte auf jeden Fall noch Kapazität. Wir könnten hier noch Holz anliefern zum Beispiel oder das Vieh. Holz und Vieh, also Vieh wird nicht gebraucht, aber Holz würde gebraucht. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Holz. Gleis hätten wir ja schon, da könnten wir eigentlich das gleiche Gleis nehmen und von hier doppelgleisig fahren, wie wir das ja schon öfter gemacht haben. Wir machen das so, dass wir von hier rüberqueren. Dass wir hier das Rückfahrgleis haben. Und von hier auch hier rüber queren. Jetzt hoffe ich, dass eine X-Weiche geht. Scheinbar nicht. Wenn ich keine X-Weiche bauen kann, geht das nicht. Aber vielleicht läuft es auch nicht parallel genug. Ich versuche es mal hier ein Stück vorher. Scheint nicht zu gehen. Ich kann keine X-Weiche bauen. Das ist ja schade. Das ist ja schade. Dann müssen wir das anders machen. Dann reiße ich das Stück erstmal wieder ab. Ah, ist gerade in Benutzung.
müssen wir halt von hier darüber. Da sieht jetzt alles andere als schön aus, aber besser geht's nicht. Aber gut, okay, so machen wir's. Das heißt, hier rüber, darüber. Von da nach da ist kein Problem. Von da nach da geht auch. Dann müssen wir auf der anderen Seite noch die Voraussetzungen schaffen. Dass wir von hier wieder darüber können. So. Und dann brauchen wir ein paar Signale. Und zwar einmal fahren wir hier in diese Richtung. So. Für meine Freunde an der Ostküste sind die großen Seen weit weg. Und viele von ihnen wollen nie dorthin. Das liegt daran, dass sie gerade erst in der neuen Welt angekommen sind. Doch denk mal an ihre Kinder. Die werden doch nicht ihr ganzes Leben an der Ostküste verbringen wollen, während sich ein gewaltiges Land mit ungeahnten Möglichkeiten vor ihrer Haustür erstreckt. Die Richtung passt, die passt auch, die ist für beide Richtungen. Hier darf aber dann nur in diese Richtung gefahren werden. Hier nur in diese. Dann haben wir es. Jetzt können wir hoffentlich das Stück abreißen, jawohl. Das müssen wir behalten. Das ist nämlich für den Zug in diese Richtung. Okay. Dann hätten wir's. Wo fährt der denn jetzt hin? Ach ja, klar. Nee, der ist richtig. So. Gut. Wir können jetzt den Holzbetrieb anschließen. Natürlich mit einem kleinen Bahnhof. Und den fahren wir hier schön aufs gleiche Gleis. Natürlich mit Signalen, damit es keine Zusammenstöße gibt. Hier müssen wir ebenfalls warten. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Gut. So, jetzt brauchen wir Versorgungstürme, denn da fehlen mit Sicherheit welche. Gucken wir mal eben. Da ist ein Versorgungsturm, da ist ein Versorgungsturm, da ist einer. Da müssen wir hier noch einen hinsetzen. So. Der ist dann für diese beiden Strecken auf jeden Fall in Ordnung. In Pittsburgh haben wir ja ein Wartungsterminal, jawohl. Das heißt, das ist auch versorgt. Und können wir jetzt eine neue Linie einrichten. Von Robinsons Lichtung nach Pittsburgh. Und dann nehmen wir jetzt das erste Mal die Dunham, auch wenn die natürlich wirklich teuer ist. Und dann gucken wir auch gleich mal, ob die hier sauber durchfährt. Welcher Zug hat denn da jetzt keine Betriebsmittel? Ah, da hinten fehlt wieder ein Versorgungsdepot. Ja, ein Versorgungsturm. So. Okay, so. Jetzt aber, die ist schon losgefahren. Hier hat auf jeden Fall alles funktioniert. Da wird gerade gewartet. Was? Warum wird hier gewartet? Ah, weil da gerade der reinkommt. Oh, den müssen wir aufs andere Gleis routen. Das geht aber nicht, weil der so oft fährt. Da müssen wir den Bahnhof mal erweitern. Das ist zu viel hier.
4 Züge auf ein Gleis oder auf ein Bahnhofsgleis, das ist zu viel. Kommt noch einer dran. So. Und dann schieben wir diese Lok hier rüber. Ihm rausfahren lassen. So, okay. Dann haben wir es. Jetzt wird gerade abgeladen. Dann wird wieder aufgeladen. Ah, die wird gerade gewartet. Okay, ja, bei Wartung müssen die natürlich auch warten. Bei Wartung muss gewartet werden. So, jetzt kann der nächste rein. Das muss ich jetzt einmal entzerren, dann ist das nicht mehr so schlimm. Ja, oder, was wir natürlich auch machen können... So. Und dann nehmen wir jetzt für die andere Strecke ein anderes Gleis. Und zwar, welcher ist das? Robinson Lichtung Pittsburgh. Den bearbeiten wir jetzt. Der fährt jetzt auf... Fährt jetzt in Pittsburgh auf Gleis 4. Kann er jetzt natürlich nicht mehr, aber beim nächsten Mal, dann fährt er hier raus. Und dann fährt er da zurück. Da müssen wir jetzt aber noch ein paar Signale setzen. Ein paar Signale. Das ist soweit richtig. Nee, das ist jetzt nicht mehr richtig. Dieses Signal muss entfernt werden. Das auch. Denn jetzt fahren wir hier immer raus. Hier fahren wir immer nur rein. Nee, das stimmt nicht. Hier fahren wir immer nur rein. Und hier fahren wir immer nur raus. Oh nein. Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Hier rein. Hier kann auch rausgefahren werden. Da kann rausgefahren werden. Rein, rein. Nee, so ist es richtig. Das müsste eigentlich schon reichen. Muss ich gar nicht noch mehr Signale setzen. Müsste laufen. Schauen wir mal. Der fährt jetzt auf dieses Gleis. Das ist der von... Roberts Landgut, den schicke ich rüber auf dieses Gleis. So. Der andere fährt auf dieses Gleis und dieses ist dann der, der von Baltimore kommt. So, dann haben wir das ja jetzt alles, ja, geändert. Jetzt haben wir ein bisschen miese gemacht, ist klar. Aber das wird sich auch wieder verbessern. Im Moment leichter Knick nach unten. Aber da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Wir haben jetzt auch viel Geld ausgegeben für Bahnhöfe, Gleise und so weiter. So, warum fährt der jetzt nicht rein? Der möchte nach Pittsburgh. Der könnte reinfahren. Der könnte eigentlich reinfahren. Der will dahin. Ach nein, ehrlich? Bin ich für ein Esel. Ich hatte ja schon als Kind eine Holzeisenbahn. So, das müssen wir ändern. Er muss auf dieses Gleis. Immer noch. Und bestätigen, jetzt kann er fahren. So, den anderen lassen wir auf dem Gleis, das ist okay.
Ja, in Pittsburgh ist jetzt halt ein bisschen mehr los. Da müssen wir halt mal schauen. Aber ich denke, so läuft es jetzt einigermaßen. Die Züge fahren ja nicht alle gleichzeitig in den Bahnhof rein. So, das ist unser Netz. So sieht das momentan von oben aus. King of Rails hat schnellsten Zug. John Bull erreicht 29 Meilen pro Stunde. King of Rails sind nicht wir. Und ja, das ist ja alles wunderbar. Die haben offensichtlich irgendwo eine schöne gerade Strecke. Aber ganz ehrlich, ja, den Rekord, den werden wir demnächst wieder brechen. Wir kaufen uns nämlich dann auch mal eine neue Lok irgendwann, die noch schneller ist. Okay, bis hierher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Und ja, würde mich natürlich auch über eure Kommentare freuen. Da könnt ihr mir gerne reinschreiben, was ich hier so für Dummheiten mache. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, im nächsten Video wieder. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.